Jetzt sitze ich hier und drücke auf die immer gleichen Tasten. Keine schwarz-weißen und ohne Seitenkasten. Alles in allem ist dieser Job voll okay, doch ich bin wesentlich glücklicher, wenn ich auf einer Bühne stehe. Ich bin Pianist. Naja, in Spee. Übungen, Konzerte, Sessions, bis die Finger wehtun, an Schlaf ist nicht zu denken. Aber zum Geldverdienen hilft mir wenig, was mir die Bühnenlichter schenken. Ich will mich nicht beklagen, ich lebe einen Traum. Doch montags und samstags, da spür ich ihn kaum. Es hilft wohl nichts. Wie eine Ibu bei Liebeskummer. Die 5 ist meine Kassennummer. Einmal bitte aufwischen den Gang 22 und Kasse 11 besetzen, besten Dank. Ich weise alle KundInnen hin, tolle Angebote gibt's zuhauf. Und Träume sind im Ausverkauf. Deine Misere kann ich verstehen. Donnerstag sitze ich auch hier, drüben an Kasse 10. Und ich weiß, der Job hier ist Gesellschaft pur, existenziell, so wie Krankenhaus und Müllabfuhr. Doch was ist mit Kultur? Ist es nicht längst belegt, dass uns die Kunst immer auch ein Stück des Weges trägt? Halt keine Priorität. Wie bitte? Ich hab gesagt, sind der Krisen da zu viele, wird die Kunst vertagt, denn es gibt Wichtigeres. Ja, das ist mir klar, doch sag, war alle Kunst in deinem Leben nichtig bis jetzt, dein Accessoire? Wohl kaum. Sie gehört zu meinem Leben, dennoch. Kreativität kann es auch in anderen Formen geben. Das hier ist doch auch kreative Arbeit mit Menschen, oder? Das war ein Witz. Im Ernst kann das niemand denken. Spaß beiseite, glaub mir. Willst du Sicherheit? Dann lern lieber um, bevor die nur verbittern bleibt. Die Chancen stehen schlecht, hat mein Papa geklagt. Jetzt hab ich Paletten zu tragen statt einen Plattenvertrag. Und dennoch immer wieder clever Kunst lohnt sich schon für mich. Aber alle wollen mehr fürs Geld und ohne geht es nicht. Ganz meine Rede. Aber du scheinst zu vergessen, wer Kunst will, muss nicht nur Preise bemessen, sondern auch unterstützen. Zu allen Zeiten, doch vor allem in der harten Phase. Übrigens, Konzert am Montag, drüben in der Arztestraße. Bitte aufwischen den Gang 22 und Kasse 11 besetzen, besten Dank. Ich weise alle KundInnen hin, tolle Angebote gibt's zuhauf. Und Träume sind im Ausverkauf. Wir sitzen hier und drücken auf die immer gleichen Tasten und innen die Stimmen, die mahnen, bloß nicht auszurasten. Get your shit together, schaff es dir drauf. Wenn ich leben kann mit wenig Schlaf, dann pack ich das auch. Und jedes Konzert ist es hinterher wert, dieses Gefühl einer leeren Waage, völlig unbeschwert. Als wäre ich ein Stapel Briefe, in den der Wind greift und ein paar Herzschläge lang spür ich meine Kindheit. Im nächsten Augenblick holt mich das Piepen wie ein Wecker aus dem Traum zurück. Ich sehe euch hier im Supermarkt, ich sehe eure Blicke und ich hoffe, ihr seht meinen, durch den ich euch eine Bitte schicke. Taucht auf, veranstaltet, bezahlt und besucht. In der Kunst ist es jedes zweite Mal wie verflucht. Mein Geldbeutel sagt, dass ich nicht nur auf Bühnen passe. Donnerstag sitze ich unter der 10 an der Kasse und sag: Bitte aufwischen in Gang 22 und Kasse 11 besetzen, besten Dank. Ich weise alle KundInnen hin, tolle Angebote gibt's zuhauf. Und Träume sind im Ausverkauf, ich wiederhole. Bitte aufwischen in Gang 22 und Kasse 11 besetzen, besten Dank. Ich weise alle KundInnen hin, tolle Angebote gibt's zuhauf. Und Träume sind im Ausverkauf.